Rahmen des Projektes Rückkehr der großen Ese in die tschechische Landschaft wurde die Grasumgebung in der Nähe von Benard Ginad Jizero ausgewählt. Es war notwendig, eine geeignete Fläche mit einem Zaun einzugrenzen, damit dort Wiesende und Wildpferde aus Exmoor leben können. Die Wiesende kommen aus drei großen polnischen Schutzgebieten, und zwar aus Pszczyna, Niepolomice und Kiermusi. Das älteste Tier ist 7 Jahre und das jüngste 2 Jahre alt. Die Wiesende haben sich innerhalb eines Tages in dem Auslauf für die Akklimatisierung eingelebt. Diese größten europäischen lebenden Säugetiere gehören zur Gattung der Paarhufer. Die Tiere werden bis zu 1 Tonne schwer. Ihre Kammhöhe erreicht bis zu 1,90 Meter. Kühe werden bis 25 Jahre und Stiere bis 20 Jahre alt. Die Wiesende sind Herdentiere, die in Familiengruppen leben. Die Wiesende wurden lange Jahre als das eigentliche Ziel von Naturschutzbemühungen angesehen. In den letzten Jahren hat sich aber die Einstellung wesentlich verändert. Die Wiesende werden immer mehr als ein notwendiger Teil eines funktionierenden europäischen Ökosystems betrachtet. Gerade das Aussterben einer ganzen Reihe von bedrohten Tierarten, die von Wiesen und Weiden abhängig sind, wie zum Beispiel Schmetterlinge, werden von der modernen Wissenschaft immer öfter als Folge der Abwesenheit großer Huftiere wie Wildpferde, Wiesente und Auerochsen in der europäischen Natur erklärt. Auf die frühere Anwesenheit von Auerochsen auf unserem Gebiet weisen bis heute topografische Beziehungen hin. Wie die Gemeinden Subši und Subernice, die Flüsse Subšina und Subšinka oder auch die Wappen mancher Adliger. In der Zeit, in der die Wiesende in der freien Natur ausgerottet wurden, sind zum Glück einige Tiere in Gefangenschaft übrig geblieben. Vor allem in privaten Züchtervereinen in England, Deutschland, Polen und Schweden. Im Jahre 1923 wurde in Berlin die Internationale Gesellschaft zur Rettung der Wiesende gegründet. Es wurden Informationen über die letzten Solotiere zusammengetragen, die damals in Gefangenschaft lebten. Als Basis wurden 7 Tiere ausgewählt. 1932 wurde auch das erste Zuchttierregister herausgegeben. Später wurde aus diesem Register ein Rassenbuch, das heute von den Fachleuten im polnischen Białowieś geführt wird. Nach dem einmonatigen Aufenthalt im 2 Hektar großen Akklimatisierungsgebiet wurden die Wiesende in dem 120 Hektar großen Gebiet in Trabeni bei Benard Ginad Jizero freigelassen.
Benat Ginatisero bzw. nach Drabini kommen auch 14 Stuten der Exmoor-Ponys. In dem Akklimatisierungsgehege befinden sich die ersten Stuten. Das Exmoor-Pony wurde ausgewählt, weil archäologische und genetische Analysen aussagen, dass gerade die Pferde aus Exmoor am besten den Anforderungen an Größe und Farbe der ursprünglichen Wildpferde im mittleren und westlichen Europa entsprechen. Jetzt müssen sie sich in ihrer neuen Heimatstadt zunächst an die hiesigen Umweltverhältnisse gewöhnen. Direkt am nächsten Tag konnten die Wiesende vor Neugier nicht schlafen und haben sich erst einmal die neuen Nachbarn angeschaut. Was soll man davon halten? Sie laufen auf allen Vieren, sind kleiner als wir und haben keine Hörner. Also kein Grund, sich zu sorgen. Haben sich die Wiesende wohl gedacht, als sie sich die weidenden Pferde hinter dem Zaun anschauten. Genauso haben die Wiesende bei den Pferden kein großes Interesse erweckt. Warum auch? Es sind doch nur Wiederkäuer im Vergleich zu uns. Mögen die Pferde gedacht haben und sind gleich wieder auf Entdeckungstour durch die neue Umgebung gegangen. Und die Wiesende? Die genießen ihr neues Gebiet. Es fiel Schnee und die Wiesende müssen in der freien Natur von Drabini Nahrung suchen. Beim Anblick der weidenden Wiesende mag Ihnen vielleicht in den Sinn kommen, sind das nicht etwa Bisons? Die Antwort ist sehr einfach. Die Wiesende sind nicht nur den amerikanischen Bisons sehr ähnlich, sie sind mit ihnen verwandt. Auf die Verwandtschaft deutet die lateinische Bezeichnung Bison bonassus hin. Und wie ist es dazu gekommen? Die Gattung Bison kommt aus dem südöstlichen Asien. Im Verlauf des Pleiozän und Pleistozän wurden Vertreter dieses Stammes im gemäßigten Gürtel Europas und Asiens verbreitet. Von hier, vor allem aber aus Asien, kamen sie über die Beringmeerenge nach Nordamerika. In Europa ist daraus der Wiesent und in Nordamerika der Bison geworden. Jetzt sind auch schon die Pferde im freien Raum. Es bleibt nur die Frage, wie sich die Pferde und Wiesende ihr Territorium aufteilen. Die Frage des Territoriums hat sich von ganz alleine geklärt. Beide Herden bewegen sich unabhängig voneinander, nur manchmal stoßen sie aufeinander. Da es Pflanzenfresser sind, gibt es kein Problem mit der Frage nach Jäger und Beute. Außer in Bezug auf den Menschen. Hoffentlich werden die Wiesende und die Wildpferde aus Exmoor den bedrohten Biotopen nützen und wir Menschen in Zukunft sensibler damit umgehen.